Spanien. Was schwingt da nicht alles mit? Windmühlen und Wellen, Gitarren und Toreros, alte Klischees, neue Bücher und die Heilkraft des Humors. Wir Spanier haben Humor, aber was mir besonders gefällt, wir haben einen mitfühlenden Humor. Das Gastland der Frankfurter Buchmesse 2022. Zwischen Moderne und düsterer Geschichte. Der spanische Bürgerkrieg wird von den politischen Lagern als Waffe missbraucht. Darüber würde ich niemals einen Roman schreiben. Das wäre nur ein Pamphlet. Andere dagegen suchen die Auseinandersetzung. Nach und nach stirbt die Bürgerkriegsgeneration. Viele verängstigt, ohne darüber gesprochen zu haben. Traurig. Spaniens aktuelle Bücher. Ein Grund zur Vorfreude. Willkommen, liebe deutsche Leser. Wer Barcelona aus der Sicht hart Arbeitender kennenlernen will, muss früh aufstehen. 6 Uhr morgens vor der Casa Batlló. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschäftigte der große Architekt Antonio Gaudí hier Arbeiter, um das Haus einer großbürgerlichen Familie in ein Glanzstück des spanischen Jugendstils, des Modernismo, zu verwandeln. Heute ist die Casa Batlló ein Museum. Im Morgengrauen vor dem Besucheransturm kommt Erfolgsautor Ildefonso Falcones zum Interview. Wie diese großartige Architektur Barcelonas entstand, erzählt der Schriftsteller in seinem neuesten Buch. Wie so oft in seiner Literatur aus der Arbeiterperspektive. Auf dem Dach von Gaudís Casa Batlló lässt er seinen Romanhelden schuften. Durch Protagonisten aus den ärmeren Schichten, die kämpfen und schwere Arbeiten erledigen müssen, durch sie kann der Leser sich viel besser in die damalige Zeit hineinversetzen. Das Barcelona der Jahrhundertwende, im 700-Seiten-Schmöker Die Tränen der Welt, wird es lebendig. Aus der Sicht eines Keramikers erfährt der Leser von der revolutionären Bewegung in Handwerk und Kunst. Davon, wie der Modernismo alle bislang geltenden ästhetischen Regeln aushebelt. Deswegen empört, aber vor allem begeistert. Zugleich herrscht kaum vorstellbares Elend. Die Arbeiter werden sozial ausgebeutet. Wut und Anarchie brechen aus. Streik. Schlitz die Tore. Barcelona um 1906. In den unteren Schichten herrscht bittere Armut. Zehntausende Kinder schlafen auf der Straße. Frauen kämpfen um ihre Rechte. Gleichzeitig entstehen während dieser Zeit die großartigsten Gebäude. In dem Libro realmente lo que hay es esa. In dem Buch kommt es zu einer Art Wettkampf zwischen spanischen Architekten, um zu sehen, wer von ihnen einfallsreicher ist, wer mit seiner Arbeit den anderen überragt. Den Wettstreit gewinnt Architekt Luis Domenech y Montaner mit dem Bau des Palau de la Música. Mit ihm kulminiert und endet der Modernismo. Ein Palast für das Volk. Und das singt auch heute noch manchmal mit im Publikum. Schriftsteller Falcones wurde in Barcelona geboren. Eigentlich ist er Rechtsanwalt. Erst mit 47 Jahren veröffentlichte er sein erstes Buch, gleich millionenfach verkauft.
Die Kathedrale des Meeres, ein Roman über Steineschlepper, die im Mittelalter diese Kirche erbauten. Ein Überraschungserfolg für den Außenseiter im spanischen Literaturbetrieb. Stört es ihn, dass seine Literatur als populär gilt? Ich liebe es. Ich lasse mich doch lieber als populär und kommerziell bezeichnen und genieße meine große Leserschaft, die mich auch kritisieren darf, als dass man mich literarisch als wahnsinnig bedeutsam oder gar göttlich ansieht. Dem gläubigen Katholiken Falcones kann man keinen Bekehrungseifer vorwerfen. Die Gräueltaten der Kirche schildert er historisch genau. Bedankt hat er sich bei der Kirche, über die er schrieb, dennoch. Mit dieser Glocke, gestiftet von ihm und seiner Frau. Heute sind zwar noch 58% aller Spanier in der Kirche, wirklich aktiv sind nach jüngsten Umfragen allerdings höchstens ein Viertel. Im Frühsommer feiern auch Nichtgläubige in Barcelona den Tag des heiligen Georg, dem San Jordi. Dann schenken sich Liebende Rosen und Bücher. Die Prachtstraßen Barcelonas säumen hunderte Stände. Von Groschenroman bis Altphilologie ist alles dabei. Kilometerlange Schlangen. Fans stehen Stunden, um ein Buch signieren zu lassen. Seit der Pandemie lesen die Spanier mehr. Der Buchverkauf ist um rund 25% gestiegen. Der meistverkaufte Roman aller Zeiten ist übrigens Don Quixote. Geschrieben von Miguel de Cervantes. Der wurde 1547 im Städtchen Alcalá de Henares geboren. Quixote. Für die Spanier kommt der gleich hinter Gott und König, mindestens. Auch sie mag ihren Quixote, Rosa Montero. Erfolgsautorin, Journalistin und Feministin seit den 70ern. Eine kritische Stimme. Hunderttausende lesen ihre Bücher. Alcalá ist heute Ziel literarischer Kaffeefahrten am nachgebauten Geburtshaus Cervantes. Quixote, der Ritter von der traurigen Gestalt. Ein halluzinierender Adliger auf einem klapprigen Gaul als Nationalheld? Es gibt in der Tat eine tiefe Identifikation mit dem, was wir quixotisch nennen. Nämlich utopische Träume und den Wunsch, etwas zu verändern. Heute? Ich könnte mir vorstellen, dass Quixote heute gegen die Türme der Banken in Madrid reiten würde, lauthals deklamierend, das sind die Bösen. Hier in der trockenen Weite der Mancha kämpften Don Quixote und sein Knappe Sancho Panza gegen die übermächtigen Riesen. Die Mühlen im Dörfchen Kriptana. Über ihre Kindheit an diesem Ort schrieb die Schriftstellerin Anna Iris Simon mitten im Sommer. Heute ist sie 31. Ein Buch wollte sie schreiben über ein Spanien, das es nicht mehr gibt. Es wurde ein Buch, das spaltet. Ich beneide meine Eltern um ihr Leben in meinem Alter. Simon blickt zurück. Anekdotenreich und nostalgisch schildert sie Typen, wie es sie nur dort und damals gab. Eine glückliche Kindheit. Klar, hier und da fehlte es mal an etwas, aber da war immer die Sicherheit der Familie. Und da waren die regionalen Jahrmärkte. Die Großeltern fuhren als Händler über Land. Die kleine Anna Iris nahmen sie mit, tagelang. Sie liebte das. Das war natürlich ein sehr malerisches Leben, das es heute nicht mehr gibt. Sie waren die letzten Nomaden, die hier in der modernen Welt noch übrig blieben. Daraus wurde eine ganze Familienchronik, die aber auch mit der Geschichte Spaniens und Europas zu tun hat, bis hin zu meiner Generation, der 90er Jahre. Mit der Sicherheit von damals sei es vorbei, sagt Simon. Sie erwartet ihr zweites Kind und meint, sie hat Glück gehabt. Denn es sei fatal. Wir haben ein Handy, freie Liebe und ein WG-Zimmer.
und nennen das Freiheit? Spanien ist eines der Länder, in denen die Fertilitätslücke, das heißt der Abstand zwischen der Zahl der gewünschten und der tatsächlichen Kinderzahl, am größten ist. Die demografische Entwicklung ist stark rückläufig, weil sich junge Menschen keine Kinder leisten können. Denn wenn sie an die Zukunft denken, fragen sie sich, werde ich gefeuert, kann ich mir ein Haus leisten? Simon konnte als Kind eine gute öffentliche Schule besuchen. Es gab Aufstiegsmöglichkeiten. Gerechtigkeit, die politischen Verhältnisse waren stets großes Thema in der Familie. Ihr Buch erzählt von Omas, Opas, Tanten und ist gleichzeitig eine Kritik am Euro, am Ausverkauf des Sozialstaats im Namen von Liberalismus und Globalisierung. Sie schlägt vor, ihren Opa väterlicherseits zu besuchen, einen der Hauptdarsteller im Buch, im Dorf ihrer Kindheit. Opa José ist zu Hause. Jeder Winkel, jede Stimme, jedes Geräusch trägt bei zu ihrem Roman. Zum Beispiel, wenn Opa das traditionelle Caliche spielt. Früher gewann er damit Pokale. Der Familienspeisesaal. Schau mal, ich hatte 8 Kinder. Der hier mit dem weißen Strampler ist der Papa von Ana Iris. Den Saal hat er eigens gebaut für die Verwandtschaftsvollversammlungen 2-mal im Jahr. Und das hier ist die Fahne der Republik, der Spanischen Republik. Ich wurde nämlich geboren in der Republik. Das war kurz vor Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs 1936. Opas Herz schlägt links und das hat er weitergegeben. Seiner Enkelin werfen manche Kritiker nun kommunistische Propaganda vor. Andere wiederum schmähen sie als rechte Reaktionärin, beklagen sie doch den Verlust traditioneller Familien und Werte. Links und rechts zugleich, mit einer Familienchronik? Ich denke, dass wir uns in Spanien und auch weltweit in einem Moment befinden, in dem der Aufstieg der populistischen extremen Rechten und das Scheitern der liberalen Demokratien deutlich werden. Das führt zu einer Polarisierung, bei der jeder Diskurs, der sich nicht in klare Schubladen einordnen lässt, bereits verdächtig ist. Als linksreaktionär wurde sie bezeichnet und neoranzig. Ja, linke Reaktionärin. Mir wird vorgeworfen, dass ich zugleich zu kommunistisch und zu recht sei. Ich denke, in Spanien ist diese Polarität auch wegen des Bürgerkriegs stark ausgeprägt. Na, großartig. Man könnte meinen, Simon kämpfe mit ihren Mitteln, so wie ihr Opa früher mit den seinen, gegen übermächtige Kräfte. Das erinnert dann doch ein wenig an den berühmten Sohn des Dorfes. Naja, wenn du an Quixote glaubst, wunderbar. Wenn nicht? Ana Iris Simon und Rosa Montero. Autorinnen zweier Generationen mit ähnlicher Mission. Mehr Gerechtigkeit, vor allem für Frauen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was wir hinter uns haben. Bis vor 50 Jahren gab es so viel Sexismus, so viel Machismus. Die Situation der Frauen war brutal. Bis 1975 konnten verheiratete Frauen zum Beispiel kein Bankkonto eröffnen. Meine Oma hat mir davon erzählt. Kein Reisepass. Sie durfte sich noch nicht mal für die Fahrschule anmelden. Naja, heute ist Spanien nach Erhebungen überraschenderweise eines der Länder, in denen Sexismus am stärksten abgebaut wurde. Klar, die feministische Bewegung, all die großen Demonstrationen. Aber schauen wir mal auf die Realität. Es gibt zwar inzwischen viele Gesetze in die richtige Richtung, viele Frauen im Management und so weiter. Ich denke aber, wahre Gleichberechtigung gibt es erst, wenn eine Frau ein genauso großes Arschloch wie ein Mann sein kann, ohne dass man sie wegen ihres Frauseins ausgrenzt. Immerhin, heute gibt es in Spanien so viele Schriftstellerinnen wie nie zuvor. Lange war es für Frauen schwer möglich, literarisch wahrgenommen zu werden. Im Café Central lässt die Sängerin Sheila Blanco Gedichte lang vergessener Poetinnen wieder lebendig werden. Alte Lyrik leuchtet mit neuer Musik. Para vivir con ellas.
Die Idee, Gedichte zu vertonen, kam mir, als ich erfuhr, dass es auch Frauen gab in der in Spanien wohl wichtigsten Dichtergeneration, dieser Gruppe, die sich 1927 bildete und zu der unser berühmtester Poet Federico García Lorca gehört. Zu erfahren, dass Frauen dabei waren, hat alles für mich verändert. Ich musste dem nachgehen und etwas über die Frauen herausfinden. Im kollektiven Gedächtnis blieben nur die Dichter, obwohl auch Dichterinnen zu den Intellektuellen gehörten, die vor 100 Jahren den Zeitgeist prägten. Bis dann mit einem Schlag Francos Diktatur alles einfror. Informationen und Texte sammelt Sheila Blanco in ihrem Notizbuch. Und so lernt sie auch Margarita Ferreras kennen, die nur einen einzigen, einst gefeierten Gedichtband schrieb. Darin ein Gedicht über den Tod, der sich in ein Mädchen verliebt. Llegaron los ojos negros que te embrujaron de amor por la verde verde oliva y el verde verde limón, la sombra color cuchillo. Es waren fortschrittliche Frauen, die sich mit Federico García Lorca und anderen austauschten. Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts lag Spanien in Bezug auf Bildung ganz vorne. Frauen hatten Zugang zur Universität. Es ging feministisch und egalitär zu. In den 20ern gründeten sie hier den ersten Club für Frauen. In diesem Club gab es 7 Sektionen, darunter Literatur und Bildhauerei. Sie trafen sich hier zu Ausstellungen, Konferenzen und Theatervorstellungen. Im ganzen Land gibt Sheila Blanco nun den Frauen von vor 100 Jahren eine Stimme. Reist von Vorstellung zu Vorstellung, um die Erinnerung an die Dichterinnen wachzuhalten. Auch in den Höhlen von San Josep. Die Vergangenheit bewältigen, politisch wie auch persönlich, das möchte im nahegelegenen Valencia auch der Internetstar der Literaturszene Elvira Sastre. Rund 1 Million folgen ihr auf Social Media. Während ihre Managerin und Lebensgefährtin sie schminkt, kommen Elvira Sastres Fans in Scharen. Huschen vor dem Auftritt. Vor allem Mädchen und Frauen wollen den Auftritt sehen. Ein Donnerstagabend, der Saal ist voll. Kaum zu glauben, berühmt geworden ist die gerade 30-Jährige mit Liebesgedichten. Es ist ihre Art, die Strophen vorzutragen, die ankommt. Me doy de bruces contra algo tuyo. La cobardía, los impulsos, la marcha lenta, un espejo roto, ese carnaval inesperado. Sastre spricht von Verletzungen, die eine Liebe zerstören. Mi cuerpo a la mitad. Ich erforsche, was passiert, wenn eine Beziehung endet und nur noch das Vergessen bleibt. Wer von euch ist heute eigentlich alleine gekommen? Ich sehe euch ja nicht richtig. Wow, genial, dass ihr euch getraut habt. Okay, kann's wieder dunkel machen. Seit sie ein Teenager ist, bloggt und postet Elvira Sastre. Gerade bekam sie einen Influencerpreis für ihren Weg, Literatur zu verbreiten. Es ist letztlich eine andere Form zu kommunizieren. Und ich freue mich, weil es zeigt, dass es funktioniert, die Literatur für Menschen zu öffnen, die sie zunächst gar nicht gesucht haben. Wenn meine Follower dank meiner Arbeit auch andere Dichter und andere Bücher entdecken, bin ich froh darüber. Ihre Gedichte sind nun auch auf Deutsch erschienen.
Wohl vor allem deswegen, weil sie mit einem starken Debütroman Aufmerksamkeit erregt hat. In »Die Tage ohne dich« findet sie eine eigene Sprache für Liebeskummer, die vereinnahmt und wohltut. Ein junger Kunstdozent verliebt sich bedingungslos in sein Aktmodell. Eine Amour fou, die abrupt endet. Er sucht Trost bei seiner Großmutter. Dora, jeder nannte sie Großmutter oder Großmutter Dora. Großmutter Dora, einst eine junge Lehrerin, die sich in einen ihrer Schüler verliebte und mit ihm einen Sohn bekam. Gemeinsam lebten sie die Ideale der Spanischen Republik, Bildung und liberales Denken. Doch das Unglück kam mit Francos Militärputsch. Die traurige Realität eines solchen Krieges besteht darin, dass ein und dasselbe Land gegeneinander antritt. Ein Bruderkrieg, der ist nicht mit Kriegsende vorbei, sondern lebt in den folgenden Generationen weiter. Die, die darunter gelitten haben, also die Generation meiner Großeltern, sterben. Viele sterben immer noch verängstigt und ohne je ihre Meinung geäußert zu haben. Echt traurig. Der Bürgerkrieg und die darauffolgende, jahrzehntelang währende Diktatur Francos sind in Spanien noch immer gegenwärtig. Überraschend häufig begegnen einem Schicksale von damals, auch unverhofft. So im Restaurant La Malentina, das Pablo Fernández Acera führt. Der studierte Historiker platzierte an der Wand unübersehbar die Abschiedszeilen seines Großonkels Baldomero. Er war Republikaner, hatte es satt, sich im Haus seiner Tante zu verstecken und stellte sich, weil er ja keine Bluttat begangen hatte. Trotzdem haben sie ihn umgebracht. Wenn man diesen Brief liest, bekommt man Gänsehaut. Wir sehen uns in der Ewigkeit, schreibt er und bittet doch seiner armen Frau zu helfen. Zwischen Vor- und Hauptgang lesen die Gäste Baldomeros letzte Worte. Ich sterbe in aller Ruhe. Für Gott. Wir neigen dazu zu denken, dass eine politisch links stehende Person nicht religiös sein kann. War er aber. In diesem Land wurde uns beigebracht, dass alles schwarz-weiß sein muss. Aber es ist viel komplizierter. Es gibt eine große Skala von Grautönen. Bislang gab es die Bilddokumente aus dem Spanischen Bürgerkrieg zwischen 1936 und 1939 nur in Schwarz-Weiß. Jetzt werden sie in Farbe getaucht. Lässt das genauer hinschauen? Mehr Nuancen zu? Bekannte und unbekannte Fotos aus dem Bürgerkrieg haben Historiker in einem kleinen Verlag in Madrid farblich nachbearbeitet. Für das Buch Blut an der Stirn. Sangre en la frente. Sangre en la frente. Blut, das ruft nach Farbe. Was wir mit der Kolorierung versucht haben, ist, diese Schwarz-Weiß-Bilder, die ganz weit weg zu sein scheinen, an die heutige Zeit anzupassen. Was aber sagen Sie zu dem Vorwurf, dass eine farbliche Nachbearbeitung eine Verfälschung ist? Zum Teil haben Sie ja recht. Als historische Dokumente muss man die Schwarz-Weiß-Fotos selbstverständlich respektieren. Aber wir machen ja eine Interpretationsübung mit diesen Quellen. Was verändert die Farbe? Lässt sie die Bilder womöglich nur wärmer oder gar kitschiger werden? Oder wird das Geschehen realer? Als ich dieses Foto zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das wäre eine Auseinandersetzung zwischen Banden. Aber wenn du dir diese Stelle genau ansiehst, kapierst du, das hier ist ein Blutfleck auf Kopfhöhe. Das war ein kaltblütiger Mord. Den haben sie an die Wand gestellt und ihm in den Kopf geschossen. Immer noch braucht die Gesellschaft Zeit zur Aufarbeitung. Immer noch sind Gräber nicht ausgehoben, prallen Ideologien aufeinander.
Wir in Spanien sind in diesem Konflikt lange nicht so entschieden wie ihr in Deutschland. Wenn bei euch ein neues Buch zum spanischen Bürgerkrieg herauskommt, dann ist sofort klar, wer der Böse ist. Franco wird eindeutig als Faschist bezeichnet. Im spanischen Diskurs geht das nicht. Da gibt es viel mehr Positionen. Standpunkte klären. Der farbige Bildband ist ein weiterer Beitrag zur Bewältigung der Vergangenheit. Tief verankert in der spanischen Tradition der Stierkampf. Rosa Monteros Vater war Torero. Heute steht auch dieser Teil spanischer Identität zur Disposition. Im Moment ist das nur noch Klischee und hat nichts mit der Mehrheit der spanischen Gesellschaft zu tun. Aber gar nichts. Die jüngsten Umfragen zeigen, dass nur noch 25% der Gesamtbevölkerung den Stierkampf befürworten. Ein Viertel der Spanier unterstützt demnach also noch immer den Stierkampf. In einem Land, das sich in den letzten Jahren rasant modernisiert hat. Aber nicht überall. Es wurden Hochgeschwindigkeitszüge gebaut nach Barcelona, Sevilla und so weiter. Aber das gesamte Streckennetz ist veraltet. Meiner Meinung nach hätte die Modernisierung darin bestanden, eine sehr gute und wettbewerbsfähige Anbindung an die vielen Städtchen und Dörfer zu bauen, damit Spanien nicht noch weiter entvölkert wird. Weites Land. Über große Strecken Leere. Die meisten fahren durch. Kaum einer bleibt. Im Radio eine Stimme, die mittlerweile viele kennen. Sergio del Molino, Journalist und Schriftsteller. Erfolgreich mit einem essayistischen Werk, dessen Titel längst zum Synonym für eine landesweite Debatte geworden ist. Leeres Spanien. Seit Jahrhunderten schwindet die Bevölkerung in den Weiten des riesigen Hinterlandes. Dramatisch wurde die Landflucht ab Mitte des 20. Jahrhunderts, als Zigtausende in die wenigen Metropolen zogen oder gleich als Gastarbeiter nach Nordeuropa. Erst mit dem EU-Beitritt wurde gezielt gefördert. Zu spät. Auf mehr als 50% der Fläche Spaniens leben heute gerade mal 16% seiner Bürger. Als 1959 die letzte große Landflucht einsetzte, war ein großer Teil des spanischen Hinterlandes völlig entvölkert, leer. Wir sprechen von Bevölkerungsdichten unter 10 Einwohnern pro Quadratkilometer. Das sind Zustände, die man sonst in Westeuropa nicht findet. Da muss man schon nach Lappland fahren. Aber Molinos Buch ist mehr als eine kartografische Bestandsaufnahme. Es geht ihm um das mythologische Kernland, um die Identität seiner Heimat. Wir können uns der Tatsache nicht entziehen, dass wir auf Toten wandeln, auf Ruinen. Und dass diese Ruinen da sind. Sie sind Teil von uns. Wir müssen sie betrachten und verstehen, wie sie unsere Identität prägen. Stadt und Land. Er schildert eine Hassliebe. Hier die Verachtung der bäuerlichen Welt, auch die teils nationalistische, teils romantische Verklärung des Landlebens. Und dort die Geringschätzung der verkommenen, gottlosen Städter. Damit traf er einen Nerv. Es ist, als habe man darauf gewartet, dass das Thema endlich auf den Tisch kommt. Es gibt ein seltsames Verhältnis, fast ein Schuldgefühl bei vielen Menschen aus Madrid oder Barcelona. Sie beginnen zu spüren, dass sie etwas aufgegeben haben, dass sie weggegangen sind, dass sie das Dorf, aus dem sie stammen, haben verkommen lassen. Ich habe eine Art nationale Therapie angestoßen. Aber auch für Nicht-Spanier ist Molinos Buch lesenswert. Spanien hat noch immer viel zu verdauen, aber nur einen kleinen Magen. Zaragoza. Hier wohnt Molino und von hier stammt auch Daniel Gascon.
Dessen Satiren eines Hipsters auf dem Land sind tatsächlich inspiriert von Molinos Buch. Meine Mutter arbeitete ja in kleinen Dörfern als Landärztin. Das kannte ich. Und daneben hatte ich viele Hipsterfreunde aus Madrid, die mir oft sagten, wie gerne sie auf dem Land leben würden und das ruhige, friedliche Leben und all das. Es ist wunderbar, dass du so viel Humor hineingebracht hast in eine so triste Situation. Es ist die Geschichte eines politisch fortschrittlichen, ökologisch und feministisch denkenden Städters aus Madrid. Von Liebe und Beruf enttäuscht, zieht er in das Dorf seiner Familie, um das Leben dort ein bisschen zu modernisieren. Allerdings hat er die Dorfbewohner nicht gefragt. Er glaubt, das Dorf brauche Innovationen. Kaum sieht er Hühner, meint er, ein Hühnerstall sei eine zu heteropatriarchale Organisation. Dann beschwert er sich. Ihr benutzt das Auto zu viel. Er kapiert gar nicht, dass es keine Busse gibt. Oder er bietet einen Workshop für neue Männlichkeit an, zu dem am Ende nur Frauen erscheinen, die halt gerne solche Kurse besuchen. Gascon hat mit seinem Hipster im leeren Spanien einen sehr nervigen und doch liebenswerten Charakter geschaffen, der letztlich nicht nur dem Leser, sondern auch den Dorfbewohnern ans Herz wächst. Gerade in den Dörfern erlaubt man ja häufig eine gewisse Exzentrik. Auch im Buch wird aus dem Hipster einfach der Dorfsonderling. Er bleibt sich schon treu, aber man kennt ja diese Charaktere, die irgendwie zum Dorf gehören. Wie bei Asterix zum Beispiel der Barde. Sobald Daniel Gascon in einem Dorf unterwegs ist, endet es in einem Gespräch auf dem Hauptplatz. Die Dorfbewohner kennen das Thema Landflucht nur zu gut, haben alle ihre eigene Geschichte. Bis vor kurzem hatten wir hier noch 5 Kneipen. Jetzt gibt es nur noch eine. Habt ihr schon gehört? Im Dorf, in dem Goya, der Maler, geboren wurde, sind es jetzt gerade mal noch 100 Einwohner. Im Nachbardorf gab es nur eine einzige Frau, eine 80-Jährige. Wenn der mal was passiert, die finden sie irgendwann mumifiziert. Daniel Gascon hat viel zugehört und hingeschaut. Sein Hipsterbuch nutzt er, um aktuelle Debatten und ihre Auswüchse satirisch, aber liebevoll vorzuführen. Der Bürgerkrieg und seine Aufarbeitung. Debatten über das, was politisch korrekt ist. Das Erstarken der extremen Rechten. All das wollte ich auf humorvolle Weise ad absurdum führen. Zur Aufklärung, aber auch, um mich und den Leser zu amüsieren. Noch hat Ein Hipster im leeren Spanien keinen deutschen Verlag. Zu schade. Die Filmrechte sind längst verkauft. Die Komödie inklusive Dorfromantik leicht vorstellbar. Das Buch? Eine Liebeserklärung an das Dorf. Noch weiter raus, dorthin, wo kaum noch jemand weilt. In den majestätischen Bergen im Norden entstand eine Liebeserklärung an das Wort, an die Poesie. Irene Solá verleiht Stimmen an Pilze, Bäume, Bären. Ursprünglich auf Katalanisch. Wie erlebt eigentlich ein Hofhund die Paarung von Frauchen und Herrchen? Und dann berühren sie sich mit denselben Händen, mit denen sie mich berühren. Mit Kraft und Rhythmus streicheln sie sich, als suchten sie nach etwas Vergrabenem. Und ihre Geschlechtsteile werden dick und rot. Und ich möchte meine Schnauze genau dahin stecken, wo sie sich paaren. Es riecht so gut und wie gut es erst schmecken muss. Und da sagt sie, Luna, Luna. Und sie packt mich am Hals und zieht mich weg. Da ist dieser Hund, der in einem komplett menschlichen Kontext aufgewachsen ist, der kein Rudel hat. Sein Rudel sind Frauchen und Herrchen.
Und daher rührt seine Art, über menschliche Wesen zu sprechen. Sola, ausgezeichnet mit dem Europäischen Literaturpreis, erzählt von Ahnen und Geistern, die schon seit Jahrhunderten hier zu Hause sind. Singe ich, tanzen die Berge, heißt ihr Roman. Es geht ihr um die Energie der Worte, nicht etwa um die Natur als solche. Ihr Buch kreist um einen tragischen Todesfall, erzählt aus Sicht aller Beteiligten. Ein Gewitter. Der Blitz. Es sprechen die herannahenden Wolken. Wir kamen mit vollen Bäuchen, prallvoll, schwarze Leiber, schwer von dunklem, kalten Wasser und Blitz und Donner. Und die ohne Gott und Gebet in ihren einsamen Häuschen zusammengerollten Schnecken erschauderten und wussten, wenn sie nicht ertranken, würden sie herauskommen und erlöst die Feuchtigkeit atmen. Es braut sich was zusammen. So lakonisch, auch humorvoll, hat man das noch nicht gelesen. Während im Tal ein Bergbauer nichts ahnend seinem Tod entgegenklettert, beobachten die Wolken stolz ihr Werk. Und in diesem Moment ließen wir den Blitz niederfahren, schnell wie eine Schlange. Und er sank auf das Gras, die Wiese schmiegte ihre Wange an die seine und unser Wasser schlüpfte vergnügt und übermütig in seine Hemdsärmel. Wenn ich mir den Tod oder die 80 Jahre anschaue, die ein Mensch mit etwas Glück zu leben hat, um all das zu fühlen, was er oder sie leben, fühlen kann. Nun ja, ich habe diese Jahre und diesen Tod aus der Perspektive eines Berges betrachtet. Und das ändert alles. Mal anders draufschauen. Auf Vergangenes, auf Verdrängtes. Den Blick weiten, Verborgenes entdecken, Versprengtes zusammenführen. All das bietet die neue Literatur aus Spanien.